Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen ja, zu Planet of Lana. Der Aaron hat ab und zu mal davon erzählt. Und nachdem wir das schöne Daydream durchgespielt haben, dachte ich mir, Mensch, da können wir doch auch noch mal so was Ähnliches noch mal spielen. Was Hübsches. Und ja, dementsprechend schauen wir uns das heute an. Gucken wir uns das mal an. Der Aaron hat gesagt, das ist super. Und dementsprechend schauen wir mal, ob es wirklich super ist. Ne? Der lädt. Oh, ist ja süß, knuffig. Der Ladebildschirm unten. Achso. Mit oder ohne? Hi. Oder ohne? Ilo, Ibaki, Narameo, Olaiki. So, die ersten 10 Minuten. Verdammt. Okay, was haben wir denn hier? Wir können springen. Ich soll eigentlich nur das machen, was da oben steht, ne? Der macht gar nichts, der auch nichts, der auch nicht. Oh, der ist es ducken. Und der ist auch ducken. Okay, gucken wir mal. Hüpf, hüpf. Das sieht schön aus. Okay, gut. Ilo ima. Die Musik ist schon mal episch. Da schnarcht jemand da unten. Ich hab's genau gehört. Ups, war das so geplant? Können wir schneller schwimmen? Nee. Ups, da kommt kein Hai oder so. So ein paar Schleunack-Vibes, das stimmt. Oh oh, The Butcher. Die sieht ein bisschen aggro aus. Oder der, keine Ahnung. Könnte auch beides sein. Glück gehabt. Das stimmt. Das glaube ich. Was habe ich denn hier für Glück? Was ist das da? Aber schön, ne? So lebendig, so fröhlich. Ja, hier. Ich wollte ja eigentlich ein anderes Spiel. Und zwar das hier. Ganz kurz. Aber da laufen die Videos nicht. Zumindest nicht auf meinem Rechner. Und das muss ich erstmal auf dem anderen dann probieren. Nur mal so nebenbei. Genau, Marco Polo. Aber wir können nicht schneller rennen. Also sie ist begrenzt mit Rennen. Das können wir schieben. Sehe ich von hier. Oh, okay. Aha, wir müssen von der Seite schieben. Oh. Habe ich mir fast gedacht. Oh, oh.
Aber sieht knuffig bunt aus. Schick. Hm. Grabsteine. Ilo? Hm? Immer genügend trinken, denk dran. Oh. Ist ein Junge und ein Mädchen, kann das sein? Lana. Ein Ilo und Ilo. Lana. Oh, Wim kommt drauf, das ist nicht gut. Das ist immer ein stilistisches Mittel, dass irgendwas gerade kurz bevorsteht. Oh. Oh. Das ist nicht natürlich, was da kommt. Absolut die dreibeinigen Herrscher-Vibes gerade. Na, Ben. Du bist schuld. Für die Emotionen wahrscheinlich, ne? Manchmal schon. Ich stell mir mal vor, ungelogen, ich habe öfter schon mal den Gedanken gehabt, was wäre, wenn genau sowas passiert hier. Ich wäre, glaube ich, voll in Panik. Denn das wäre nicht friedlich, was da kommt. Oh, nicht friedlich. Du hast mich überhaupt nicht gesehen. Boah, hab ich jetzt einen Schreck gekriegt. Boah, ist das Ding riesig. Was zur Hölle? Nehmt sie bloß gefangen, tut nichts mit denen. Aaron, was empfiehlst du für Spiele? Ist ja gruselig. Bisschen perplex.
Verkehr ist wichtig, das ist gut, eine Kommunikation. Und dieses Ding da hinten. Ich gehe erst, wenn er wieder zurückkommt. So viel Zeit habe ich. Schnell durch. Ach, das Spiel. Mit der Mitternachts... nirgendwo. Das ist sehr beklemmende Stimmung gerade. So schlimm war es doch gar nicht. Ich muss es noch veröffentlichen. Das wird eine Katastrophe. Also das hatte schon ganz gute Nähe zu Kotabitsch. Wobei Kotabitsch noch lustig war auf seine Art und Weise. Schlimm war. Irgendwas passiert. Ich dachte schon. Hilo. Ich trinke jetzt was. Bitte nicht erschrecken. Hilo. Das sind nur die, die hier sind, ne? Wer weiß, wie viele da noch kommen. Guck mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Das kommt dazu, ja. Irgendwas ist da. Ilo?
Ich glaube, Ilo ist der Bruder, ne? Die haben die Eltern verloren. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nämlich nicht die Beschreibung vom Spiel durchgelesen. Da hängt irgendwas dann im Baum. Ilo! Okay, lass mich hier scheinbar in Ruhe. Es sind zwei Schwestern, okay. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ah, danke. Ich hatte jetzt wegen Ilo und Lana, ne, gesagt, okay, junge Mädchen. Es sind Geschwister. Ich glaube, das Geschlecht spielt keine Rolle. Und ihre Eltern sind gestorben, irgendwann vorher. Und sie haben nur sich. Ich denke mal, das fasst es dann zusammen. Oh, ein wildes Schwein. Ein wildes Schwein. Ich. Glaubt, das wilde Schwein kann weit gucken, ja? Jetzt aber nicht mehr. Ich bin ja so eher der vorsichtige Typ, deswegen lasse ich mir hier und da gerne Zeit. Und Rutschpartie. Und Sprungpartie. Ah, die nächste Siedlung. Ah, I see. Wir können auch von der... Das entwickelt ja neue Möglichkeiten. Welche genau wird sich mir noch hoffentlich erschließen? Ah. Fauchte der Drache. So. Ach, das bleibt sogar. Süß, da brauchen wir nicht. Das lag am Spiel, glaube ich nicht. Oh, wir können sogar zwei Kisten schieben. Das ist ja Hammer. Ja, okay. Dann nutzen wir das einfach so aus. Oh, ja, ich funktioniert auch. Bin ja eher der nachdenkliche Typ hier. Deswegen klappt das. Nicht brüllen. Nicht brüllen.
Ach, ein Schweinchen. Ich glaube, wenn ich hier runterfalle, sterbe. Ach, das bloß dich. Kuckuck. Oh. Schneller als erwartet. Oh. Da waren die Pobacken aber zusammen gerade eben. Okay, ich hab das Schwein da hinten mal abgestellt. Okay. Die haben jedenfalls einen sehr tiefen Schlaf, das befürworte ich. Ein starkes Stück Pilz oder was auch immer das ist. Oh, bedrohliches Geräusch. Enthüse scrollt sich das immer viel besser. Kennt man doch. Ich werde heute aber nicht alt, kann ich schon mal gleich sagen. Ich bin ziemlich groggy. Vom Wetter. Wer hat denn da den kleinen süßen Fratz gefangen? Komm, mein kleiner süßer Fratz, ich lass dich mal raus. Ach, süß. Oh. So, I see. Oder auch nicht. Gar nicht. Die, Imahana. Ja, Imahana. Heißt Liebe. Familie heißt das, genau. Okay. Ich streng mich an. Ich bin die Königin der Welt. Also es ist erstaunlich, wie gut ein Jump'n'Run funktionieren kann. Ein Puzzle-Plattformer. Sehr erstaunlich. Welche Begriffe? Wow.
das war ich nicht. Ich bin ja für vieles verantwortlich, aber das nicht. Genau. Jetzt nicht weiter. Du, mir war das irgendwie nur geläufig im Kopf. Ja, ja, die Steuerung... Wow, ist das A und O. Wenn die Steuerung nicht funktioniert, funktioniert das Spiel nicht. Und da kann das Spiel noch so inhaltlich oder optisch gut sein. Wenn die Steuerung nicht funktioniert, ist es kacke. Hey, kleiner Franz. Komm. Oh, der hilft. Das ist ja super. Oder die, je nachdem. Das hilft. Zum Glück machen die sowas nicht. Das sieht sehr schlimm aus. Ich glaube nicht, dass das lange hält. Und das war ich auch nicht. Das war schon so. Aber sieht gut aus, so wie es da aussieht. Oh oh. Na toll. Ja, genau sowas. Einfach nur faire Stellen spiele. Ah, die sind cool animiert hier, diese Spinnenroboter. Also sind keine echten Spinnen, aber trotzdem, ich warne vor. Oh, nein. Nix gesehen, du hast nichts gesehen. Das ging auch vorher besser. Aber guter Safe Point. Sollte ich schnell hoch? Okay. Nicht, dass ich hier sitze und lache und dann kommt die dann durchgequetscht durch. Das wäre ungünstig. Das wäre suboptimal. Oh, die Katzen. Das tat weh. Wir sind noch nicht unten. Das ist sehr hell für meine Augen. Hell. Hä? Ist mir da hingefallen? Ne. Okay. Ilo? Wir sind nicht da hingefallen. Ich gehe erstmal hier lang. Okay, ich gehe nicht da lang. Ich komm, wir werden immer langsamer. Slow-Mo, cool. Ach, ist wieder die Szene.
es wird dunkel. Mach's Licht aus. Oh. Oh, ist das süß. Was? Mui? Tjai Mui. Ona la na. Ona? Meno. Fama lutiga, Mui. Ein Mui Mui. Ilo. Aber der Stimme passt es ja auch, ne? Kleiner Loco Roco, ne? Das passt doch. Ach, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön.